Welt 3 sieht jetzt aus wie jede andere Welt, wenn ich ehrlich bin. Kann man irgendwie das Theme erkennen? Das sieht schrecklich aus. Ist das jetzt die Wasserwelt? Aber es gab doch... Nein, nein, warte, warte, warte. Ich habe bei den Themes, die ich aufgezählt habe... Ist es wirklich eine Wasserwelt? Okay. Bei den Themes, die ich aufgezählt habe, habe ich die Wasser... Habe ich Wasser-Theme vergessen. Das stimmt, es sind 6 Themes. Oder? Das sind noch mehr. Ah ja, die Wasserwelt. Aber der hält sich auch wirklich so... Ich weiß nicht, ob er sich wirklich ganz genau an Mario Post 3 hält, weil da war es ja auch, Pflanze, dann, Wüste, dann Wasser. Und ich glaube, da kam auch schon die Riesenwelt, oder? Welt 5 war dann Wolke? Also Himmelswelt. Aber, glaube ich, nur zur Hälfte. Und dann war Welt 6 Eis und Welt 7 war... So eine Pflanzenwelt, oder? Mit Mannschaften überall. Na, mal schauen, was sich an diese Themes ran hält oder nicht. Warum noch immer die Feuer speien können hier unter Wasser? Aber okay. Nee, nee, ich beschwere mich nicht. Zumindest designtechnisch gefällt mir das auch schon wieder mehr als diese Blockparade, die wir in Welt 2 hatten. Also Welt 2 war wirklich nicht so eine gute Welt. Also, mit vielen Fehlern, weiß nicht. Was ist denn das jetzt gerade für ein Gegner-Spam? Ja, anscheinend hätte man das skippen können mit einem Art, mit einer Art Secret-Weg, aber... Puh, puh. Bim. War jetzt auch nicht so schön. immer am Meckern, dieser Chefe. Schrecklich. Schrecklich, dieser Kerl. Finde ich auch. Ich gebe dir trotzdem Stern Edward für dieses 3-1-Level. Aber nicht alle... Nein. Also, gute Ideen hat der Kerl. Muss man sagen, sind gute Ideen. Also, gut. Ob das ist, es sind Standard-Ideen. Die hast du schon mal gesehen in mehreren Mario-Spielen, auch in anderen Mario Maker-Level. Aber das ist ja nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Es soll ja nur Spaß machen zu spielen. Das sieht anstrengend aus. Ist das Scrolling? Ist das normal? Es sieht eher normal aus, nicht Scrolling. Gut, das könnte ein interessantes Level werden. Ah, ich muss sogar die Plattform mitnehmen. Boah. Ich glaube, bei den Himmelslevel übertreibt er ein bisschen sehr, oder? Also, gut, ich meine, das ist schon mit Welt 3. Aber ich krieg da ein bisschen Panik. Und dann kommen die Fische da angeflogen. Und wie er diese roten Koopas liebt, der liebt die wirklich super sehr. Ja, das war geplant. Ich ignoriere einfach jedes Item. Ich spaziere hier einfach durch. Es ist halt wie eine Art Scrolling-Level, nur nicht in Scrolling. Es ist fies. Pilz wäre mal nett, würde ich sagen. Was ist denn das jetzt? Okay. Hier nach rechts, dann nach links. Was? Oh. Ja, gut, damit hätte ich rechnen müssen. War Kanda gerade eine neue Plattform? Das ist sehr fair, tatsächlich, dass da noch eine zweite Plattform kommt. Vielleicht, wenn man eine Art Secret-Weg noch dazu geht. Also, man kriegt wahrscheinlich nur Items, wenn man hier abspringt, vermute ich mal. Das heißt, vielleicht gibt es bei dem anderen Checkpoint noch einen Tanuki. Wäre vielleicht nützlich, wenn man nebenbei noch die Piranha-Pflanzen töten könnte. Aber der übertreibt wirklich gerne bei den Himmelsleveln. Ich hoffe, es gibt einen Tanuki, wenn ich jetzt hier rüberspringe. Ah, hier schon mal, hier gibt es noch eine andere Plattform. Wo auch immer die ist. Ah, scheiße. Nein, nur eine Feuerblume. Nein! Oh, da hinten ist eine... Ich habe nicht gesehen, dass da unten noch eine Plattform ist. Dann hätte ich lieber die genommen. Gut, dann weiß ich aber zumindest, dass ich eine Feuerblume mir mitnehmen kann. Gib mir den Pilz her und lass mich überleben. Ja, so 3-2 ist schon wieder schwerer. Weg mit dem Koopa.
Den mag ich nicht. Okay, man kommt doch hoch. Okay, dann muss ich nicht warten, sondern kann einfach den nehmen. Denn ich will natürlich den Weltrekord. Und den kriegt man natürlich nur, wenn man gut spielt und schnell spielt. Oh, schön. Das gefällt mir schon viel mehr so. Stirb. Ich habe jetzt Spaß mit der Feuerblume. Ich weiß nicht, ob die Pflicht ist, überhaupt das Level irgendwie durchstehen zu können, aber... Ach, das ist schon viel einfacher so. Ich mag das sehr, sehr. Übertreiben tut der Edward aber doch ein bisschen zu krass. Hier gäb's eine Feuerblume, hätte ich die Stelle nur überlebt. Das ist jetzt fies. Was soll denn das hier? Ich ignoriere einfach, was da jetzt drin ist. Und hier gibt es ganz viele Münzen, hier haben wir die 3. Die sieht schick aus, muss man sagen. Sieht, ist eine schicke 3. So schick wie eine 3 halt sein kann. Ein paar Münzen kann man trotzdem sammeln. Ich sammle alles. Ich bin nämlich Geld geil. Ich brauche das. Geld ist sehr toll. Geld ist sehr schön. Wann kommt denn endlich das Ziel? Es reicht nämlich ja. Ach komm, das war fies. Ich mag Koopas überhaupt nicht. Zumindest nicht die hier. Können wir ins Ziel? Oh ja, die Fische nerven. Hört auf zu nerven. Ich spring da nicht rein. Nö, dann ist mir der Weltrekord doch ein bisschen egal. Komm schnell! Ich hab den Weltrekord. Ich spür's. Ich spür's. Ich spür's einfach, okay? Ich spür's. Ich glaube, wenn man schnell genug ist... Ah, wohl, hm... Na, habe ich den Weltrekord? Ich glaube nicht. Da kommen aber einige Plattformen. Okay, man hat recht viel Zeit. Und wahrscheinlich gibt es auch viele Secrets. 1,33. Oh, okay. Weiß nicht, ob er da stark groß was skippen kann irgendwo, aber... Hätte ich nicht erwartet. Ich will einen Stern geben. Das war nämlich ein gutes Level. Das war wirklich ein gutes Level. Verwende Anordnung, um schneller an deine Lieblingselemente zu kommen. Dankeschön. Danke. Und hier haben wir das nächste Wasserlevel. Mit einer kleinen Höhle rechts. Mal gucken. Ja, aber die Wasserwelt gefällt mir doch deutlich mehr. Episode 3.3. Ich empfehle auch weiterhin, kramt eure Wii U raus und spielt auch nochmal Mario Maker 1 nochmal. Guckt ein paar Level an. Auch solche, ich sag mal, Fake-Superwelten. Oder guckt euch auch mal in New Super Mario Bros. 3 an. Vielleicht gefällt es euch ja, wenn ihr unsichtbare Blöcke erwischt und leidet, so wie ich es jedes Mal tue, weil irgendwie ist es schon der 200. unsichtbare Block gewesen, der mich fast umbringt. Ich mag auch das Eis hier. Es soll Wasser wahrscheinlich darstellen. Ich vermute es zumindest. Ey, langsam reicht's mit den unsichtbaren Blöcken. Ich weiß, er liebt die sehr. Er liebt diese unsichtbaren Blöcke richtig krass. Genau wie er rote Koopas liebt. Ich glaube, rote Koopas mag aber trotzdem noch mal ein bisschen mehr. Okay. Ich ignoriere es einfach. Ich gehe hier nach oben. Ich ignoriere alles, was da oben passiert. Ich glaube, hier kommen wir zum Ziel, oder? War das nicht so? Wenn wir jetzt hier entlang rennen. Und unten war dann diese Höhle. Ich glaube, da kommen wir jetzt aber nicht mehr hin. Ach, das soll gar keine Höhle sein. Das ist irgendeine Münze. Okay, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das soll jetzt war. Keine Ahnung. Ja, egal. Du bekommst 19 Sekunden. Also, das sind ja welche wirklich durchgerusht. Yoshi is your friend. Ich will's hoffen. Ich will's hoffen. Der Super Mario Bros. 3 World 5 Tower Remix. Ich kann mich an den Super Mario Bros. 3 World 5 Tower nicht erinnern, aber. Obwohl, doch, da konnte man am Ende relativ hochklettern, okay? Oder war man in der Wolkenwelt? War das nicht so? Na gut, aber jetzt haben wir erstmal wieder ein Schloss. Ob wir hier auch einen Tower bekommen? Für Welt 5? Haben nur 14,62. Ich muss sagen, die Prozentrate ist krass. Also, die ist echt hoch. Weil normalerweise sieht man bei Mario Maker eher so Level mit, oh, es haben nur, keine Ahnung, 7%, 2% geschaffen. Das ist ein Baby-Level. Ich bin nicht durchgerannt, ich bin selbst schuld. Oh, das wird ein interessantes Schloss. Da hat sich Bowser Jr. was Schönes einfallen lassen. Oh mein Gott.
Ich sehe mein kreatives Schloss. Also wirklich. Ich mag es, wenn man ein bisschen das Theme wechselt. Gerade nachdem man halt jedes Mal dasselbe Theme gesehen hat. Ich bin trotzdem enttäuscht, dass es nicht Boom Boom ist. Na, ich bin abgerutscht. Das ist peinlich, da stirbt keiner. Da stirbt wirklich keiner. Ich mochte es so sehr, von diesem Wump getroffen zu werden. Ich glaube, die heißen im Deutschen Wump. Oh. Und weil ich so traurig war, dass Boom Boom nicht existiert, muss ich es einfach nochmal machen. Also das ist wichtig. Das war wirklich wichtig. Ja, ist da hinten rechts irgendwie was? Hier so, hier unten? Ja, okay, ein alternativer Weg. Hm. Hä? Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Wasserpassage loben muss? Das ist so eine schöne Wasserpassage. Da wollte ich sie einfach noch mal ein drittes Mal erleben. Wollen wir sie noch ein viertes Mal erleben? Also, ich fand die jetzt so hübsch. Komm, komm noch mal. Egal, das ist kein das ist ein Ding. Ah, nochmal diese Wasserpassage. Wunderschön, wunderschön. Ich finde auch, das Design ist echt hübsch. Ich konnte natürlich auch diese Feuerblume nicht vergessen. Deswegen wollte ich diese Wasserpassage gerne nochmal wiederholen. Komm. Wunderschön, aber es reicht. Man sagt ja, alle guten Dinge sind vier. Oder? Das ist euer Lieblingsspiel. Okay. Okay. Dann ist es die linke Röhre. Okay, ich habe nicht erwartet, dass es einen Irrgarten geben wird. Was soll ich denn jetzt nehmen? Feuerblume, Tanuki, was soll ich denn jetzt nehmen? Wasser. Es ist ein wunderschönes Element. Ein wunderschönes, wunderschönes Element der Erde. Man kann es nur lieben, genauso wie ich Knochen, Fische liebe. Wunderschön, genial. Oh nein, ich glaube, ich muss jetzt hier das mal raten. Oh mein Gott. Es ist so ein Level. Oh, puh. Das ist, ich weiß nicht. Gefällt mir das? Wäre ich ehrlich, nee. Ich muss jetzt jedes Mal raten. Welche Röhre? Ich habe die erste jetzt genommen, glaube ich. Oh Gott. Ich würde mal die letzte nehmen. Bitte? Es war nicht die richtige Röhre, aber es war eine Röhre. Und die nehme ich gerne. Dann ist es jetzt die Röhre unten dran, oder? Hier, hier, die hier. Dann ist die hier. Nein? Aber hier drin waren wir doch schon, oder? Okay. Ich hoffe, danach hört's auf. Weil noch eine Runde finde ich dann schon ein bisschen anstrengend. Alter, der Tanuki-Schwanz bringt hier schon ein bisschen mehr. Ich will eigentlich nur gegen Boom Boom kämpfen. Boom Boom! Boom Boom! Ich kämpfe mich hier durch unten leider. Hier rein. Meine Röhre ist hier richtig. Irgendeine wird sein, die hier. Welche Röhre habe ich nicht ausprobiert? Die hier? Anscheinend. Die erste Röhre, das ist ja auch toll. Ich habe keinen Tanuki-Schwanz. Kann ich den nochmal holen? Oh. Bitte gib mir nochmal einen Tanuki, bitte. Ich brauche einen Tanuki. Ich brauche einen Tanuki. Bitte. Aber jetzt nicht, weil ich jetzt den einen verloren. Das ist dann schon wieder ein schlechtes Level-Design. Ja, ist falsch, ich weiß. Hä?
Ja, okay. Ja, ich glaube, ja, okay. Mann! Hä? Ich verstehe dieses Level nicht mehr. Gegen Bum Bum hätte ich nicht verloren. Möchte ich nur mal erwähnen. Hätte ich nicht. Aber wieso bin ich denn jetzt in dieser Röhre gewesen? Welche Röhre war das denn jetzt? Ich habe es mir nicht gemerkt. Weil ich dachte, das ist eine falsche Röhre. Es war eine obere Röhre. Also irgendeine Röhre oben konnte ich doch betreten und ich... Also wenn man die Lösung weiß, dann geht das schon. Dann ist man hier schnell fertig. Ich glaube, die hier war es, oder? Nee. Dann war es die links... Oh Gott, ich habe hier gar... Scheiße, ich glaube, ich muss jetzt nochmal kurz nach rechts. Ich brauche nämlich ein Item. Feuerblume, Tanuki, ist egal. Da kann ich ja wirklich nichts dagegen tun. Okay, dann bin ich wahrscheinlich da vorne dagegen geschwommen. Hat nichts gebracht, das wollte ich sagen. Oh, scheiße. Das ist ein schwerer Kampf tatsächlich. Oh mein Gott. Doch, das ist schon eher hart. Vor allem ist das 3-4. Das ist nicht das Airship. Wo ist Bum Bum? Ich vermisse ihn. Ich vermisse meinen Bum Bum. Ich will diese Musik nicht mehr hören. Sie macht mich unglücklich. Sehr unglücklich. Och, Mann. Das Level ist kurz. Dagegen kann ich nichts sagen. Es ist wirklich ein ganz kurzes Level. Es ist auch nicht böse. Aber ein bisschen böse ist es schon. Ich verschwende schon ein bisschen zu viel Zeit in dem Level. Aber jetzt, da ich weiß, wohin ich gehen muss, nämlich in diese Röhre. Ja, wenn man es von der Seite ein bisschen... Ja, okay, ich verstehe schon, warum es nicht ganz geklappt hat. Okay, erstmal, ich muss diesen Fisch töten. Der Fisch ist unbesiegbar. Okay. Ich hab's geschafft, komm. Vergiss es. Diesmal nicht, Bowser Jr. Aber auch hier wieder. Wenn man das mit dem P-Switch verkackt. Es gibt doch ein Sequel. Das mit dem Tanuki, oder? Dass man, den Tanuki nimmt. Nach oben fliegt. Mit dem Tanuki. Ja, dass man da diesen einen Weg, wo ich nicht hochkam, nach oben fliegt. Ich glaube, das ist sicher eine Tür. Doch, ist ganz nett. Die Sache mit dem P-Switch finde ich dann wieder, naja, es muss nicht sein, sollte nicht sein. Ja, gut. Vielleicht bemerkt er es noch bei den späteren Leveln, aber hier bei den ersten drei Welten, da macht er dann immer denselben Fehler mit dem P-Switch. Weil ich könnte jetzt wirklich zu schlecht sein. Ja, ich weiß, das ist dann mein Problem, weil ich schlecht war, da nicht mehr hinzukommen. Na gut. Das sieht mir schon wieder nach einem Pflanzenlevel aus und nicht mehr nach Leide mit Eis oder Wasser. Das war mal am 5.11., also da war jetzt schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Kein unsichtbarer Block am Anfang. Wow. Normalerweise ist das schon eher... Keine Ahnung. Wie nennt man das denn? Gang und Gäbe? Sagt man das so? Ja, das ist schon wieder ein schöneres Level. Das mag ich mir. Das soll wahrscheinlich wieder Wasser darstellen. Ja, ich muss sagen, Welt 1 gefällt mir trotzdem insgesamt noch mehr. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil viele Level-Design-Entscheidungen sind halt relativ gleich. Was bringt mir dieser unsichtbare Block? Was soll der mir bringen? Ist hier was? Also, keine Ahnung. Fand ich jetzt seltsam. Ja, also viele Sachen sind gleich. Okay, jetzt kaufe ich mal einen Lakitu. Ein kleiner Lakitu kommt dort und dann... Ja, weiß nicht. Also, das typische Standarddesign, ja, ein bisschen Mario Maker typisch, aber mir fehlt zum Beispiel ein bisschen die Abwechslung. Warum nicht mal einfach mal ein Geisterhaus rein? Muss das sehr, sehr nah an Mario Post 3 sein? Es wirkt zumindest so. Finde ich schade. Finde ich ein bisschen schade.
Also so ein Geisterhaus mal rein. Auch gerade hier bei der Wasserwelt mal mehr Wasserlevel vielleicht einbauen. Also mir fehlt da ein bisschen die Kreativität in den späteren Leveln. Die Welt 1 fand ich mega cool. Das sieht auch alles schön aus. Das haben wir halt auch schon mehrmals gesehen. Das hier. Sowas will ich sehen. Und vor dem habe ich Angst. Aber Welt 4 ist die Riesenwelt. Normalerweise Mario Bros. 3. Da erwarte ich schon ein bisschen was. Sowas wie Gulliver Gumba in Mario 64. So ein kleiner Großwechsel immer. Da kann man echt coole Sachen bauen. Das ist alles so ein bisschen Generic-Zeug. Das ist ja auch vollkommen okay, aber... Nachdem man es halt jetzt mehrere Welten gesehen hat, könnte man jetzt mit einem Flash sagen, hey, boah, Surprise. Und auf diesen Surprise warte ich. Weil er hat mich am Anfang gehuckt. Ja, hat er. War sehr überzeugend. Aber jetzt, ja, muss er mich halt jetzt auch behalten. Am Anfang hatte er mich, und jetzt sind wir bei der Mitte des Films. Und die Mitte muss schon überzeugen, dass ich jetzt noch sage, hey, boah, das ist gerade irgendwie richtig langweilig. Klar denke ich mir jetzt, okay, ich bin jetzt mittendrin, ich habe schon alles gesehen. Vom Film, ja, ich könnte es auch bis zum Ende machen, das werde ich auch. Ich werde es jetzt nicht abbrechen, nur weil es jetzt ein bisschen langweiliger wird. Auch das Level finde ich gut. Das ist sehr cool gemacht. Das ist tatsächlich ein gutes Scrolling-Level bis jetzt. Auch nicht allzu schwer. Aber es muss halt jetzt wieder ein bisschen catchen. Weil sonst sage ich am Ende, ja, war ganz nett. War halt, ja. Klar, es sind 8 Welten. Aber irgendwann mal muss es wieder anfangen. Jetzt zum Beispiel, das finde ich cool. Das ist zwar ein bisschen random, dass die das jetzt haben, aber ich beschwere mich nicht. Also das ist wirklich ein gutes Level. Es hat zwar nichts mit Wasser zu tun, aber es muss es auch nicht. Auch hier, ich mag auch, dass er viele Wege einbaut. Damit catcht er halt nochmal einen Wiederspielwert für manche Level. Aber er muss halt jetzt catchen. Das Level catcht. Das muss ich sagen. Das ist ein gutes Level. Aber zum Beispiel möchte ich doch meine Zuschauer auch überzeugen, zu sagen, hey, spielt dieses kleine Projekt auch. Spielt auch mal New Super Mario Bros. 3. Aus diesen Gründen. Und das kann ich gerade nicht sagen, weil ihr werdet euch denken, ja gut, habe ich schon mehrmals gesehen. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist im Scrolling gerade ein bisschen knapp. Komm, hier kann ich einfach runterfliegen. Hoho, die Kanone ist aber schön gerichtet. Oh, da unten ist ein Secret. Ist wahrscheinlich nur ein One-Up-Pilz, aber es ist ein Secret. War ein gutes Level. Mochte ich sehr. Ich werde jetzt auch ein bisschen strenger sein mit den Sternen. Der hat jetzt ganz viele Sterne bekommen für die erste Welt, auch einige für die zweite Welt. Aber jetzt langsam ein bisschen, muss man ein bisschen runterschrauben und unsere Ansprüche hochschrauben, sagt man das so? Also, ich will jetzt überzeugt werden. Am Anfang viel gelobt. Ich weiß, Welt 2 habe ich sehr stark kritisiert, auch 4 Welt 3 kritisiere ich sehr viel. Aber ihr müsst bedenken, der Kerl hat hier sehr viele Medaillen. Ob die jetzt alle von New Super Mario Bros. 3 kommen, weiß ich nicht. Weil er hat anscheinend noch ganz viele andere Projekte, wie Wario, also Waluigi World Adventure oder irgendwie so. Ich meine, ich lobe mal, dass es nicht nur Wasserlevel sind, aber es hätten schon ein paar mehr Level sein können. Das wirkt eher auch wieder so wie der Art Metroidvania, dass man jetzt eine Feuerblume holen muss. Ich weiß nicht, wenn ihr Wasserlevel spammt, ihr doch gerne ein bisschen. Und hier sind so viele Fragezeichenblöcke, dass ich die nicht alle anschaue. Schade, da unten ist nichts. Ich kann mich auch ehrlich gesagt an die Teilsets von dem Unterwasser-Film gar nicht mehr erinnern. Also zum Beispiel diese beigen Blöcke mal wieder. Die erinnere ich mich gar nicht an diese großen. Ich vermute mal, ich kann eine Feuerblume irgendwo holen und ich habe sie einfach verpasst. Ignorieren wir sie. Das Ziel ist leider nicht da. Und das Unterwasser-Film geht auch noch weiter. Ins Scrolling. Ja, als hätten wir nicht schon genug Scrolling gehabt. Nein, wir machen weiter natürlich. Wunderschön. Danke. Gut, okay, aber mit Feuerblume fühle ich mich sicherer. Ich habe Angst. Oh, scheiße, jetzt habe ich die verloren. Das hätte jetzt wirklich nicht sein sollen. Hier wäre halt ein Checkpoint schön gewesen, auch wenn es kein langes Level bis jetzt war, aber ich habe nichts gegen Checkpoints. Ich soll nach oben schwimmen. Jetzt sofort, weil jetzt eine riesige Welle. Nee, es kommt eine riesige Welle.
Fallen am Meer, ja. Ich will nicht sagen, dass ich es besser könnte vom Level-Design her. Weil ich muss auch sagen, designtechnisch, also hier alles rundherum mit den Ranken, oder das sollen wahrscheinlich Algen sein, den Quallen, diesen Donutblöcken, wenn nicht so Donutringen. Sieht alles schön aus, muss man sagen. Sieht schön aus. Man kann auch einen anderen Weg nehmen, anscheinend. Ich vermute mal, wenn man am Anfang die Feuerblumen, die Piranha-Pflanzen zerstört, kann man da wahrscheinlich den einfachen Weg nehmen. Oder den einfacheren Weg. Naja. Weil wir wissen ja nicht, ob der Weg einfach ist oder ob er nur einfacher ist. Einfacher, genau. Einfacher. Klingt immer noch komisch. Irgendwie, weiß nicht, jedes Mal, wenn ich ein deutsches Wort ausspreche, fühle ich mich ganz komisch, weil ich denke, ich spreche es falsch aus. Was ich vielleicht auch tue. Doch, hat mir gefallen. War schön, war schön. Und ich hoffe, das Schloss überzeugt... Ach, Airship. Ich hoffe, das Airship überzeugt auch. Weil da kann man auch viel machen. Aber es ist halt auch Scrolling. Also irgendwie die letzten drei Level nur Scrolling, finde ich halt irgendwie... Weiß nicht. 51 Sekunden. Also wenn man am Anfang das skippt, glaube ich, kann man das Level echt gut überspringen. Aber das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte nicht skippen. Wir genießen jedes Level. Riechen einmal dran und sagen, sehr gut gemacht, sehr gut. 3-8. Mal schauen, wie weit ich jetzt aufnehme. Vielleicht Welt 5, Welt 6. Und die letzten zwei Welten auch nochmal ganz kurz. Dann habe ich so ein kleines Let's Play von wahrscheinlich 8, 9 Parts. Oh, boah, sind die am Anfang fies. Typische Ranke. Kugelwilli ist schon bereit, um mich abzuschießen. Oh ja, ich sehe schon. Spaß. Na, ja, wohl geht. Ich nehme an, die P-Switch betreiben diese oder ja, geben diesen Flammen Energie, die sie abspeien können mit Feuer? Ich weiß es nicht. Betreiben die Maschinen? Wie nennt man das denn eigentlich? Nicht betreiben, oder? Also Batterie betreiben ja auch nicht eine Maschine. Mir fehlen manchmal solche Begriffe einfach. Ich sage einfach, geben der Maschine Energie. Die P-Switch sind einfach Batterien, sowas in der Art. Liefer mit Strom? Ich weiß es nicht. Wer braucht schon Deutsch? Vor allem nicht beim Let's Playen. Oh mein Gott, das übertreibt doch jetzt nicht. Das ist auch so fies, dass sie das manchmal nach oben werfen können, manchmal nicht. Aber ich glaube, das war schon, oder? Gab es das schnellere Scrollen eigentlich auch erst in Mario Maker 2? Ich dachte, das gab es auch schon in 1. Bitte hört doch auf. Okay, war nur so ein kleiner Abschnitt anscheinend. Hallo Bowser Jr. Ich rechne gar nicht mehr mit Boom Boom und so. Oh, sind schon wieder unsichtbare Blöcke oder... Hä? Ich weiß auch nicht ganz, was ich machen soll. Oh, nerv nicht. Nein! Hä? Aber hier war ja nichts. Also, es waren zwar... Oh Gott, nicht schon wieder. Aber da waren ja Münzen da. Die sollen ja eigentlich signalisieren, hey, da könnte ein unsichtbarer Block sein. Aber ich habe nichts gesehen. Ja, das ist halt das Problem an Mario Maker 1 Anfang, an der Anfangszeit, weil... Es gab leider nicht so viele, es gab halt auch keine Checkpoints. Da haben auch viele meiner Level drunter gelitten, muss man sagen. Okay. Zumindest kann man den Teil skippen. Also sequel-technisch mag ich es sehr. Naja, Mario Maker 1 hat aber am Anfang sehr gelitten. Also auch meine Level haben sehr drunter gelitten, dass man halt keine Checkpoints hatte. Weil Checkpoints vereinfachen Levels wirklich sehr. Und ich habe auch zu viele Level erstellt, die darunter gelitten haben, keine Checkpoints gehabt zu haben. Also es waren dann wirklich schon mehr als die Hälfte meiner Mario Maker Level. Ich finde es aber relativ gut. Ich glaube, ich behalte den Tanuki, oder? Spam doch nicht mit den Schraubenschlüsseln.
Und du auch nicht. Hör auf. Hör auf damit, Cooper. Hör auf. Coopers. Ich warte, bis die Röhre kommt. Jetzt muss ich mal gucken. Ich finde es auch schön, dass er jetzt schon anfängt mit seiner Stachelphase. Das schafft doch keiner mit dem... Also, das ist schon ein bisschen krass, oder? Also ich vermute mal, man muss mit den Cheep Cheeps machen, aber ich finde das echt ein bisschen zu krass. Nee, das finde ich jetzt... Enger Raum, kein Checkpoint vor dem Boss. Ja, ich weiß, dafür kann er nichts bei Mario Maker 1. Trotzdem. Level ist halt auch lang. Und ich vermute mal, ich muss wirklich mit dem... Mit dem Cheep Cheep? Dann nach oben springen. Ich sage, wie gesagt, er kann nichts dafür, dass Mario Maker 1 in der Hinsicht ein bisschen blöd ist. Ja. Dass man keine Checkpoints hat, weil ich vermute mal, er würde einen Checkpoint setzen, wenn es die schon gegeben hätte. Ja, trotzdem. Dann braucht man aber wirklich nicht so einen schweren Boss reinmachen. Also, ich finde den schon schwer. Vor allem, weil er bei mir keine Gnade gezeigt hat. Der hat sich ja wirklich anscheinend die ganze Zeit in dieser Stachelform vergraben. Angegriffen. Bum Bum wäre netter gewesen. Bum Bum, der wäre lieb gewesen. Denn Bum Bum ist ein Schatz. Oh, ich mag diese Stelle gar nicht. Aber es geht. Tatsächlich, je öfter man die macht, desto einfacher ist die. Aber ich darf jetzt nicht mehr sterben. Und ich habe halt keinen Tanuki mehr, sondern weil damit könnte man schön fliegen. Hört auf zu spammen. Hey, war da nicht irgendwie noch ein... Ach, den habe ich wahrscheinlich getötet, den anderen Cooper. Gibt's hier noch irgendwie was? Na gut, komm. Ich schwitze da schon ein bisschen. Das fängt schon gut an. Ah! Ich muss unbedingt zuerst Bowser Jr. töten. Sonst wird das nichts. Oh Gott, Glück gehabt. Oh, ich hab's geschafft. Gut, hier lobe ich... Na gut, hier kann ich eigentlich nichts loben, weil es ist trotzdem dieses P-Switch-Ding, wenn ich jetzt zu langsam und schlecht bin. Ich nehme den jetzt mal kurz hier mit. Schön, dass Bowser Jr. sich in seine Form verwandelt hat und ich jetzt sterben könnte. Nein, schnell, schnell, geh da rein. Ich will dieses Level nicht mehr spielen. Ist ein schöner Pilz, ist ein schöner Pilz. Ja, ich kann diese Airships nicht. Mag sie nicht. Die sind auch wirklich diese P-Switch-Design-Entscheidung, dass man, wenn ich den jetzt verpasse, keinen neuen bekommen könnte. Finde ich nicht gut. Auch die 7,6% und auch die 129 Sterne. Ich fühle das schon ein bisschen.